Der Unterschied zwischen einer Mikro- und einer Makrohämaturie ist, dass die Makrohämaturie sichtbar ist. Bereits ein Tropfen Blut auf ein Liter Wasser färbt sichtbar das Wasser. Mikrohämaturie ist die nicht sichtbare Beimengung von Blut. Das ist etwas, was man beim Hausarzt oder beim Frauenarzt oder so bei einfachen Urinuntersuchungen mit einem Schnelltest feststellen kann. Dazu muss man aber auch sagen, dass dieser Test einer der häufigsten falsch positiven Tests im Labor überhaupt ist. Wir verlieren etwa 1,5 Millionen rote Blutkörperchen über den Urin jeden Tag. Das ist normal. Und erst ab dem Verlust von 4 Millionen roten Blutkörperchen in 24 Stunden reden wir über eine krankhafte Mikrohämaturie. Wenn der Schnelltest Blut anzeigt, dann empfehlen wir, ein Urinsediment zu machen. Das heißt also, man muss den Urin zentrifugieren und unter dem Mikroskop anschauen und zu gucken, ob wirklich vermehrt rote Blutkörperchen dabei sind. Wenn es der Fall ist, dann wird eine weiterführende Untersuchung notwendig. Neben einem orientierenden Ultraschall von Niere und Blase wird eine Blasenspiegelung durchgeführt und man sollte eine Computertomographie machen mit einer Kontrastmittelgabe und Abflussbild, wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht geht, dann ein Kernspintomogramm, um den oberen Harntrakt mit abzuklären und potenziell einen Tumor nachzuweisen. Sämtliche diagnostische Schritte, die für die Abklärung einer Blutbeimengung notwendig sind, sind hier im Rahmen der Diagnostik als auch der Therapie in Sigmaringen möglich.